Na, komm. Hallo? So. Übernehmen. Jetzt kann ich nämlich Magie und Mana lernen. Das sind zwei Lernpunkte. Maschinenkiller ist der dritte Lernpunkt und dann nehmen wir einfach noch Tiertrophäen mit, glaube ich. Und mit meinem nächsten Lernpunkt nehmen wir hier sechster Sinn. Pass auf, das heißt, wir müssen einmal Magie. Magie haben wir hier. Bring mir etwas bei. Gut. So, also Magie, jawohl. Mana, jawohl. Rest bleibt erstmal. Warte, zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Sicher. Und zwar Mana-Trank. Nehme ich alle 50. Heiltrink hat er nicht. Grundstücke, Goldraune. Jetzt, da hinten beim Schmied kann ich noch handeln. Mal gucken, was der alles hat. Was ist denn? Pfeile brauche ich auch. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Weiter zum Schmied. Ich brauche aber Heiltränke. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Also. Holzpfeile, zack. Kriegerschwert, Zweihandwaffe, das ist ja uninteressant. So, kann ich das Ding schon führen? Nee, kann ich nicht. Nee, auch nicht. So, was können wir ihm denn verkaufen? Mm-hmm.
Amulett der Täuschung weg. Amulett des Abenteurers, das kann man gebrauchen ab und zu. Ring des Schutzes oder Ring des Widerstandes. Ring des Schutzes lassen wir auch mal drin. Das Ding können wir eigentlich, das können wir alles mal verkaufen. Ich mache mal jeweils einen weniger. Davon benutze ich gar nichts. Gegenstände erspüren, weg damit. Weg damit. Weiter geht's zu den anderen beiden Händlern da unten. Beziehungsweise erstmal zu Born, der war doch Überlebenstrainer. Bring mir etwas bei. Alles klar. So, Tiertrophäen, zack. Jetzt haben wir noch einen Lernpunkt. Verdammte Technik. Einen Lernpunkt. Magie hatte ich jetzt erstmal erledigt. Magie und Mana, genau. Oh, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was hatte ich denn eigentlich vor, jetzt zu machen? Schadensbonus oder XP-Bonus? XP-Bonus ist besser. Also Überlebenstrainer. Okay. Den Schadensbonus nehmen wir uns dann mit dem nächsten Punkt. Finito. Speichern. Ab zu den Händlern. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. So, was kannst du mir anbieten? Pfeile, zack. Reines Elex hatte die nicht. Ich bin echt froh, dass ich deinen Job nicht machen muss. Und ich bin froh, dass du mich ständig daran erinnerst. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben?
So. Schnaps. Weg damit. Toll. Die Wasserflaschen kaufen wir eben mal ab. Den Wein auch. Großer Heiltrank, mächtiger Heiltrank. Nee, das brauchen wir alles nicht. Damals wäre er dafür nicht bestraft worden. Das musste ja schief gehen. Ich will handeln. Sicher doch. Das haben wir, das haben wir. Sonst ist ja auch nichts weiter. Nee, Moment. Speichern. Oh, verdammte Technik. Ihr seid doch alle nur neidisch. Was war das, was ich jetzt lernen wollte? Da, erfahrener Jäger. Persönlichkeit. Wer ist denn Persönlichkeitslehrer hier? War das nicht sie? Ja. Ab unten in die Taverne. Nichts ist heutzutage mehr. Da steht ein Pflänzchen, das kann ich bestimmt gleich gebrauchen. Ich will nämlich gleich Tränke bauen. Sind da! Bring mir etwas bei. Natürlich. Zack, zack. So. Wieder speichern. Jetzt ab zurück. Immer dieser Technikkram. Mein Lager, halt die Klappe. Dieser Technikkram hat mich hier erst hergebracht. So, jetzt holen wir uns wieder einen neuen Gefährten. Er hier. Mitkommen. Natürlich. Auch wenn die Wumme manchmal scheiße ist, wenn er richtig trifft, dann fallen die Gegner zu Boden und das bringt mich weiter. Tränke da. Was habe ich eigentlich an Steinen? Okay, da kriege ich Gesundheit wieder mit jedem Treffer, so wie ich das verstehe. Rein damit. Was kann der hier? Tränke. Starker Elex-Trank. Kann ich den brauen? Ja, kann ich. Reines Elex und Schnaps. Elex-Trank an sich. Damit habe ich die kleinen Elex-Tränke schon mal weg. Heiltrank. Den kann ich auch gebrauchen. Aber eher den großen. Was brauche ich dafür? Auch Schnaps. Das ist schlecht. Oder Wein. Also erstmal das. Dann das. Mana-Trank. Wasserflasche, Schnaps. Zack. Kann ich nicht. Kann ich auch nicht. Jetzt kann ich noch Elex-Trank und starker Elex-Trank machen.
Meine Frage ist jetzt allerdings erstmal, was habe ich denn davon noch? Weil es könnte ja durchaus sein, dass ich davon noch etwas habe. So, schauen wir doch mal. Starker Elix-Trank. Das einen habe ich noch. Also zack, 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 zack. Das waren die Elix-Tränke für Attributspunkte. Und jetzt ist nämlich die Sache die. Jetzt kann ich erstmal gucken. Wo war das denn? Wo war das denn? So, Maschinenkiller lerne ich jetzt auf jeden Fall. Falscher könnte ich auch lernen. Das ist interessant hier. Das mache ich sofort. Mehr Erfahrung für erledigte Missionen. Das mache ich sofort. Das ist mir auch egal, was der Killer da sagt. Das kann ich gleich noch lernen, wenn ich das hier erledigt habe. Jetzt muss ich mal gucken. Hier irgendwas, was ich noch nicht nehmen kann, weil ich zu wenig von irgendwas habe. Gaias Zorn. Bogen wäre nicht schlecht, glaube ich, mit einem Schaden von 100. Gucke ich jetzt mal bei den Händlern, was mir das bringt. Und ab jetzt brauchen die auch 5. Nein, bin ich erstmal nicht. Weil ich da deutlich mehr an Energie habe, ne? Hat einen Sockel, hat auch einen Sockel. Aber das kriege ich, glaube ich, schneller erreicht als Stärke. Boah, ist das eine schwere Entscheidung. Die Dinger bringen mir gar nichts, die werden beide verkauft. Das kann ich auch alles soweit verkaufen, bis auf den Schild. Ich bin so unentschlossen. Also hier gibt es erstmal Praktika. Das ist Persönlichkeit. Persönlichkeit kann ich da hinten lernen. Bring mir etwas bei. Sicher! Da, Praktika. So, speichern. Und jetzt ist die Frage. Das nächste, was ich als Fernkampfwaffe nehmen könnte, obwohl ich gucke mir erstmal die Bögen an. Ich habe zwar für die Gewehre mehr Munition, aber ich gucke mir erstmal die Bögen an. Da. Ich weiß gar nicht, waren die jetzt unten bei dem? Ne, warte, die waren hier, ne? Bei dem.